Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es mal wieder nach Luminar und dort möchte ich dir zeigen, wie du Bildrauschen entfernen kannst. Und zwar Bildrauschen entfernen wie ein Profi. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe Luminar 4 jetzt wieder geöffnet und wie gesagt möchte ich dir in diesem Video genauer zeigen, wie ich eine Rauschreduzierung erstellen kann in einem Bild und das dann aber nicht komplett verwaschen aussieht, sondern wirklich eine Rauschreduzierung, wie es die Profis machen. Ich zoome jetzt mal ein bisschen näher an das Bild ran. Du kannst sehen, hier von der Aufnahme, das ist also in New York entstanden, aus einem Hubschrauber heraus. Das war kurz nach Sonnenuntergang. Ja, die Lichter der Stadt waren also alle schon an. Das Problem dabei ist jetzt aber, dass man natürlich so fotografieren musste, dass man diese ganzen Bewegungen, die der Hubschrauber an sich schon gemacht hatte, noch mit einberechnen musste. Das heißt, ich konnte jetzt hier keine Langzeitbelichtung machen, sondern ich musste den ISO sehr weit nach oben schrauben und dafür die Verschlusszeit relativ kurz halten, damit ich hier ein scharfes Ergebnis bekomme. Ich kann dir das hier mal in dem Infopanel anzeigen lassen. Wir haben also hier mit ISO 4000 fotografiert, einer Blende 2.8. Dadurch, dass ich hier bei 24 mm fotografiert habe, hatte ich also jetzt auch nicht das Problem wirklich, dass ich mit großen Unschärfen zu tun hatte. Da konnte man also wirklich auf eine Blende 2.8 gehen. Und ich hatte eine 320. Sekunde Verschlusszeit. Und dadurch ist dieses Foto überhaupt so scharf geworden, wie es jetzt hier ist. Ja, das ist jetzt hier eine RAW-Datei. Das heißt, wir können es natürlich im Nachhinein auch immer noch ein bisschen nachschärfen. Das werden wir jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen tun. Das heißt, wir werden im ersten Schritt das Bild bearbeiten und dann eine Rauschreduzierung darüber legen. Also gehe ich als erstes mal in den Filter Helligkeit hier rein und werde das ganze Bild mal ein kleines bisschen noch aufhellen. Besonders die Schatten hier kann man noch ein bisschen aufhellen. Ja, nicht zu doll, du siehst es schon. Das geht hier relativ fix, dass man sehr viele Details in den Schatten hat. Das muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen, wie doll man das haben möchte. Ich für meinen Teil finde, dass das so mit plus 15 in den Schatten vollkommen ausreicht. Aber du siehst jetzt auch, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen näher ranzoome, wie viel Rauschen wir in dem Bild eigentlich drin haben. Und es kommt jetzt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wenn ich mir das Bild jetzt so angucke, dann sieht man das gar nicht so doll. Wenn ich jetzt aber auf die 100% Ansicht rangehe, dann sieht man das Rauschen doch schon relativ stark. Und ich möchte mir dieses Bild jetzt relativ groß ausdrucken und an die Wand hängen. Und selbst wenn ich da dann einen Meter von wegstehe, dann wird man wahrscheinlich immer noch ein bisschen Rauschen sehen. Und deswegen werden wir dann später auch hier in diesem Bild mit der Rauschreduzierung noch etwas arbeiten. Ich werde im nächsten Schritt die Lichter mal noch ein kleines Stück runterdrehen. Minus 15 sollte ausreichen. Und ein bisschen intelligenten Kontrast hier noch ins Bild bringen. Also plus 25. Und vielleicht hellen wir die Schatten noch ein kleines Stück weiter auf. Die packen wir mal auch auf plus 25. So, und jetzt habe ich doch hier schon ein richtig schönes Ergebnis. Vielleicht nehmen wir die Farbtemperatur noch ein bisschen weiter nach oben. Es war ja schließlich Sonnenuntergang. Das heißt, es kann auch ein bisschen wärmer werden, das Bild. So ungefähr. Und ich finde, dass wir jetzt eigentlich das Bild schon relativ gut bearbeitet haben. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Und dann können wir uns fast schon um das Rauschen reduzieren kümmern. Das Einzige, was ich hier noch machen werde, ich werde noch so ein kleines bisschen den Accent AI Filter hier mit dazugeben. Auf ungefähr plus 20 und den Sky Enhancer, den packe ich auch noch ein Stück mit rein, um den Himmel noch so ein bisschen zu verbessern. So sollte das vollkommen ausreichen und jetzt haben wir hier ein schön entwickeltes Bild. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Rauschreduzierung und dafür gehe ich jetzt hier mal in Bildrauschen entfernen. Hier habe ich jetzt erstmal zwei Regler, die ich benutzen kann. Ich habe hier auch noch erweiterte Einstellungen, kann hier also das Ganze auch nochmal verstärken. Das Erste, was ich jetzt hier nur mal machen möchte, ist die Luminanz entrauschen. Und dafür zoome ich mal wieder etwas näher an das Bild rein, also auf die 100% Ansicht. Und dann kann ich das Rauschen auch viel besser beurteilen. Also, ich werde jetzt als erstes mal sagen, Luminanz entrauschen. Den stelle ich mal so auf ungefähr 30 bis 35. Na, packen wir ihn mal auf 35. Und dann siehst du schon, wie jetzt hier das Bild natürlich weniger Rauschen hat, aber gleichzeitig wird das Bild auch sehr stark weich gezeichnet und wir verlieren viele Mikrodetails. Ja, also dadurch wirkt das Bild einfach insgesamt ein bisschen unschärfer. Ich kann auch die Farbrauschunterdrückung noch ein bisschen reinpacken. Die brauche ich allerdings gar nicht so doll, denn die ist gar nicht so doll vorhanden. Es geht mir eigentlich vielmehr hier um das Luminanzentrauschen. Die packe ich jetzt mal auf plus 40. Jetzt sind wir wirklich bei einem guten Wert angekommen. Jetzt muss ich aber nur darauf achten, dass das Ganze noch wirklich detailreich bleibt. Wie schaffe ich das jetzt? Wenn du dir mal genau überlegst, wo das Rauschen überhaupt herkommt, beziehungsweise wo man es am meisten sieht,
das sieht man am meisten in den Schatten, also in den dunklen Bildbereichen. Besonders hier unten, besonders hier in diesen Gebäuden, da sieht man das Rauschen sehr, sehr stark. Wenn ich das jetzt hier nochmal rausnehme, dann siehst du auch, dass wir besonders hier in diesen dunklen Bildbereichen viel Rauschen sehen. Hier in solchen Bereichen, wo jetzt hier zum Beispiel diese Fenster sind oder wo ein Gebäude sehr stark beleuchtet wird, da sieht man das Rauschen gar nicht so doll. Heißt, wir brauchen das Ganze eigentlich nur in den Schattenbereichen. Ich stelle das Ganze jetzt mal wieder ein. Und die Lichter, also die hellen Bildbereiche, die kann man eigentlich von diesem Effekt Bildrauschen entfernen ausschließen. Und wie schaffe ich das Ganze jetzt? Ich kann hier unten auf Maske bearbeiten klicken. Und jetzt kann ich hier entweder mit einem Pinsel, einer Radialmaske oder einer Verlaufsmaske arbeiten. Oder aber, und das ist der eigentliche Trick, ich arbeite mit einer Luminanzmaske. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Ich werde jetzt hier mal eine Luminanzmaske erstellen. Und dann möchte ich dafür sorgen, dass wirklich nur die dunklen Bildbereiche von diesem Effekt betroffen sind. Jetzt haben wir hier eine Luminanzmaske erstellt. Du siehst es hier oben an diesem kleinen Icon. Was jetzt das Problem ist, diese Luminanzmaske ist genau falsch herum. Das bedeutet, wir haben jetzt diesen Effekt überall in den hellen Bildbereichen und in den dunklen Bildbereichen eben nicht mehr. Das sieht man jetzt auch ganz gut, dass hier das Rauschen in den dunklen Bildbereichen wieder drin ist. Was ich jetzt nur tun muss, ist einmal einen Rechtsklick auf diese Maske und dann sagen Invertieren. Und jetzt wird diese Luminanzmaske einmal komplett umgedreht und du siehst, dass jetzt der Effekt wieder genau da ist, wo er sein soll, nämlich auf den dunklen Bildbereichen und die hellen Bildbereiche, also hier gerade der Himmel, der wird jetzt hier schwarz angezeigt, bedeutet, dass wir jetzt hier kein Bildrauschen entfernen drin haben. Und das ist im Endeffekt der ganze Trick dabei, dass wir wirklich nur die dunklen Bildbereiche mit einem Bildrauschen-Entfernfilter versehen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, dann poste sie einfach in die Kommentare. Ansonsten weise ich darauf hin, es gibt Lumina als Testversion. Falls du das noch nicht hast, dann kannst du das einfach mal ausprobieren. Der Link dazu findet sich unten in der Videobeschreibung wieder. Dort gibt es auch einen Rabattcode. Falls du Lumina kaufen möchtest danach, kannst du nochmal 10 Euro sparen. Ansonsten weise ich auch auf meinen Online-Store hin. Dort gibt es auch einen kompletten Videokurs zum Thema Lumina, genauso zum Thema Lightroom und Photoshop. Auch da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und natürlich auch bei Instagram. Dort heiße ich StefanSchäfer90 und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir dort folgst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.